4-4-1 erhalten haben. Kleine Anmerkung noch, im Saalfinale wurde Editha Schaufler Fünfte, aber wir sehen jetzt Tatjana Ogryschko aus Weißrussland. Wie bei allen anderen Handgeräten auch verschiedene Schwierigkeitsanforderungen. Dazu zählen hier die Schlangen, die Spiralen, die hier Würfe. Einer mit Schwierigkeit hier, einmal mit Durchschlagen. Und schließlich unterschiedliche Arten von Pirouetten. Eine sehr elegante Turnerin mit großer Bewegungsamplitude, mit schöner Bandzeichnung. Sie war übrigens und ist noch Gaststarterin in der Bundesligamannschaft des TSV Schmieden, hier quasi vor der Tür in Ludwigsburg. Und sie ist neben Bojana Žineva aus Bulgarien die einzige Turnerin, die bereits verheiratet ist. Am Anfang hatte sie einen kleinen Fehler beim Band, Sie haben es gesehen, beim Band einsammeln. Aber sonst perfekte Körperbeherrschung, tolle Ausstrahlung. Im letzten Jahr Grand Prix-Siegerin, 19,666 Punkte. Das ist nach vier Turnerinnen bislang Platz 1.